Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute noch mal ein mega schnelles Rezept und zwar zeige ich euch heute, wie Ofentortellini gehen. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 250 Gramm Tortellini aus dem Kühlregal, die Füllung ist egal, 200 Gramm Cherrytomaten, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 2 Mozzarella-Kugeln und zwar die großen, 250 ml Sahne, einen Esslöffel Tomatenmark, etwas Salz, Pfeffer, einen Esslöffel Arrabbiata-Gewürz, einen Esslöffel italienische Kräuter oder ihr nehmt einfach frische Kräuter nach eurer Wahl. Ja, los geht's. Dieses Rezept ist mega schnell, mega einfach und man muss wirklich nicht viel tun. Aber als erstes müssen wir die Tomaten waschen und halbieren. Ich habe da extra die kleinen Cherry-Tomaten genommen. Das sieht in einer Auflaufform recht schön aus. Ihr könnt aber auch die größeren nehmen und die schneidet ihr aber dann in Scheiben. Dann meinen Mozzarella natürlich aus dem Sud herausnehmen und dann einfach nur in Ringe schneiden oder in Scheiben. Der kommt dann kurz zur Seite. Dann braucht ihr eine Auflaufform. Meine hier hat jetzt ja, da passt jetzt ungefähr so für 4 Personen dran. In der Infobox schreibe ich euch hin, wie groß sie war. Da kommt jetzt einfach nur die Milch hinein. Nicht die Milch. Da gießen wir einfach nur die Sahne hinein. Und dann kommt auch noch das Tomatenmark dazu. Aber nicht so wie ich. Ne, Flatsch. Ist mir das Ding da in die Soße gefallen. Macht es richtig, also einen Esslöffel, ihr könnt auch mehr hineingeben, wie ihr es gerne wollt. Einfach da hineinquetschen. Dann die Knoblauchzehen natürlich schälen und dann durch eine Presse pressen. Einfach mit hineingeben. Dann wird das Ganze etwas gesalzen und gepfeffert. Wer mag, kann auch so Instantbrühe nehmen. Das gibt ja auch nochmal einen tollen Geschmack. Aber ich habe jetzt hier einfach nur Salz und Pfeffer genommen. Ihr könnt das Rezept auch variieren mit anderen Zutaten. Dann kommt hier noch ein bisschen Arrabbiata-Gewürz hinein. Arrabbiata-Gewürz gibt es unterdessen eigentlich schon in jedem gut sortierten Supermarkt. Ansonsten gibt ihr einfach Paprikapulver mit hinein und ein bisschen Chili, so Chili-Flocken. Ja, dann habe ich noch meine italienischen Kräuter und dann wird das Ganze einfach nur verrührt. Und dann kommen meine ungekochten Tortellinis mit hinein. Ich habe jetzt nicht diese getrockneten genommen, die mag ich nicht. Ich habe jetzt die aus dem Kühlregal und meine hatten eine Füllung von Tomatenmozzarella. Also ist es eigentlich ein vegetarisches Rezept. Ihr könnt aber auch mit Fleischfüllung nehmen, also wie ihr wollt. Die kommen da jetzt hinein, dann habe ich noch mal ein bisschen italienische Kräuter darüber gegeben. Und dann kommen meine Tomaten und die legen wir einfach kreuzerquer da drauf. Also da könnt ihr eigentlich auch so viel nehmen, wie ihr wollt, aber ich ging jetzt mal von 250 Gramm aus, 200 Gramm und ich finde, das langt. Ja, und dann kommen auch schon meine Mozzarella-Scheiben darauf. Auch hier, wer Mozzarella nicht mag, kann natürlich einen anderen Käse nehmen, was auch ganz gut ist, ist so ein Gratin-Käse oder Emmentaler. Ich nehme eigentlich sehr gerne Emmentaler. Das ist so ein schöner, zächerer Käse, wenn er gebacken ist. Ja, den verteilen wir einfach kreuz oder quer ebenfalls da drauf. Und dann geht es auch schon fast ab in den Ofen. Ich habe noch ein bisschen Gewürze drüber, damit das alles fürs Bild etwas schöner ausschaut. Hier noch mal ein bisschen Arrabbiata, dann vielleicht noch etwas Kräuter darüber geben. Natürlich schaut das Ganze noch schöner aus mit frischen Kräutern. Ich hatte aber jetzt keine da und deswegen habe ich meine getrockneten genommen. Die müssen auch mal weg. Und dann darf das Ganze bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten backen. Und so sah es dann aus. Lecker, oder? Also das ist wirklich eins der einfachsten Rezepte, die ich je gekocht habe. Und es ist wirklich einfach. Es sind nicht viele Schritte. Man muss nicht großartig rumschnippeln und es dauert wirklich nicht lang. Und es schmeckt auch wirklich lecker. Und man kann ja auch mit anderen Zutaten noch variieren. Ihr könnt auch noch anderes Gemüse dazugeben. Oder Schinken oder was weiß ich. Also da kann man wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.